Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Heute mal ein etwas kontroverses Thema. Ich versuche zwar den Adventskalender so zu gestalten, dass da sich niemand auf den Schlips getreten fühlt mit den einzelnen Teilen, aber ich schaffe dieses Jahr nicht ganz, weil es gibt halt Themen, die wollte ich schon lange mal machen und jetzt mache ich sie halt mal und eigentlich sind sie kontrovers und sollen nicht ein Adventskalender, aber Adventskalender, aber jetzt geht's halt nicht anders. Bin unterwegs zu einer Windkraftanlage, die müsste hier vorne irgendwo dann über die Baumwipfel hinausragen. Und die ist eine von, ich glaube, 14 in ehemals Baden-Württembergs größtem Windpark. Das ist vorbei, das ist er nicht mehr, beziehungsweise vielleicht ist er noch der größte in Sachen Fläche, das kann sein. Er ist aber sicherlich nicht der leistungsstärkste, dadurch, dass das Ding hier einfach schon ein bisschen älter ist. Ich glaube 2006 hat man zumindest mal mit dem Bau angefangen oder mit der Genehmigung und so weiter. Und dementsprechend sind die Anlagen, die hier rumstehen, nicht mehr up to date und technisch veraltet, schlicht und ergreifend. Sie sind auch zu niedrig, zu im Sinne von hohe sind halt effizienter und wenn man schon eine aufstellt, dann sollte sie meiner Meinung nach auch effizient sein. Das ist auch wirtschaftlich gesehen sinnvoller und vor allen Dingen auch für die Natur ein Vorteil, da dann, ja, wenn da schon so ein Ding steht, ja dann wenigstens auch mit Schmackes. Und nicht viele kleine, die dann jeweils nichts bringen. Weil die Fläche, die man braucht, um eine aufzustellen, ist zwar nicht völlig unabhängig von der Größe der späteren Anlage, da muss das Fundament schon jeweils etwas größer sein, wenn die größer sind. Aber im Verhältnis zu Leistung lohnt sich's, möglichst große Anlagen zu bauen und dann eben weniger anstatt viele kleine. Also auch was die Fundamentfläche und Ähnliches angeht. So, was ich mir angucken möchte, finde ich irgendwelche Anzeichen und das mache ich auch ganz objektiv. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, ich bin kein großer Gegner von Windkraftanlagen, aber ich werde jetzt hier wirklich nach jedem Detail suchen, was die an diesem Wald für Schaden anrichten und wir gucken uns den Wald als solchen natürlich nochmal an, um zu schauen, ja, was ist denn die Alternative, wenn hier keine stehen würden, mehr von diesem Wald, in dem ich hier rumlaufe. Und dann machen wir da mal eine kleine Kostenanalyse sozusagen, also Ökosystemkosten, die durch die Anwesenheit der Windkraftanlage entstanden sind. Ja, und wie ihr sehen könnt, also ich hoffe, ihr könnt sehen, hin und wieder mag es kleine weißlichen Belag auf den Nadeln der Tannen und Fichten hier geben. Das liegt daran, dass pünktlich zum Adventskalenderbeginn, das ist eine der ersten Sachen, die ich drehe, naja, noch nicht die erste, aber recht weit vorne, haben wir schon Winter. Passend, sehr passend. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht zwingend auf den Winter zu warten. Ja, ne, da sieht man schon ein wenig Winter. Um Adventskalender-Drehs zu machen, aber da der Winter pünktlich schon im November da ist, ist es auch in Ordnung. Gut, das war die Einführung. Jetzt lasst mich hier mal ein bisschen noch scouten und gucken und dann zeige ich euch mal, was es hier so zu sehen gibt. So, also ich stelle fest, ich bin noch nicht akklimatisiert. Ich weiß, es sieht auch dämlich aus mit der Mütze und dem Hut. Ich habe meine Hutmütze noch gar nicht gefunden. Der Winter überrascht mich gerade ein wenig so mit. Oh mein Gott, Winter im November. Oh, shocking, hat es ja seit tatsächlich Jahren nicht gegeben. War früher mal noch normal, ne? Aber egal, wir gucken hier mal hoch. Das da, ne, das ist eine Windkraftanlage da oben. Und im konkreten Fall, ich glaube, die sind 100 Meter. Es gibt hier zwei Typen, einmal 100 Meter und ich meine einmal 120 Meter. Jetzt bin ich nicht in der Lage abzuschätzen, was genau 100 Meter sind. Für Bäume kriege ich es bis 45 Meter ganz gut hin. Das hat man im Laufe der Zeit gelernt. Aber da das dann nochmal eine andere Höhennummer ist, die hier rumsteht, aber ich würde sagen, die sind 100. Ne? Also glaub nicht, dass die schon 120 sind. Anderes Beispiel da drüben. Yep. Hier hoffentlich zu sehen. Weiß ich gar nicht. Seht ihr es?
müsstet ihr eigentlich. Die würde ich jetzt auch auf 100 schätzen, in Anbetracht dessen, dass es sich jetzt gar nicht mal so sehr über die Baumwipfel hinaus hebt. Und ja, ne, das mag man jetzt als gute Nachricht empfinden, dass sie nur 100 Meter hoch sind. Das Problem ist, dabei wird es nicht bleiben. Also noch zu bauende Windkraftanlagen in Waldgebieten, besonders in Waldgebieten, unter 150 Meter Nabenhöhe macht das überhaupt keinen Sinn, da welche aufstellen zu wollen. 200 Meter Nabenhöhe kann man auch drüber nachdenken und das wird wohl auch gemacht werden. Theoretisch wären auch noch höhere Windkraftanlagen technisch möglich. Da wird es dann aber schwierig mit in den Wald stellen, weil dann eben die Infrastruktur drumherum doch ziemlich groß wäre und der Flächenverbrauch dementsprechend immer noch vergleichsweise niedrig zu anderen Energieerzeugungsmethoden, aber dann doch so hoch, dass ich es mir nicht mehr im Wald wünschen wollen würde. Wünschen ohnehin so ein Thema, wenn es Möglichkeiten gibt, um da gleich mal ein bisschen Spannung aus dem Thema rauszunehmen, einen sinnvollen Flecken für eine Windkraftanlage zu finden, der sich nicht im Wald befindet. Bitte gerne. Ja? Waldwindkraft ist meiner Meinung nach nur dann eine Alternative, wenn halt einfach nichts da ist, was nicht bewaldet ist. Und um das vielleicht auch noch mal kurz vorwegzunehmen, wir haben da schon häufiger über das Thema geredet, aber hochgelegene Flächen, ne, Meereshöhe, ich bin hier auf 900 Metern, sind nun mal üblicherweise bewaldet. Ne? So hoch geht es in Deutschland nirgends, dass dann da schon Hochgebirge und dementsprechend waldfrei wäre. Und da macht es dann auch wieder keinen Sinn, weil wenn der Wind geht, dann schon wieder zu viel, zu hohe Windgeschwindigkeiten, dann müssen die Dinger ja abschalten, weil sonst funktioniert es halt auch nicht, beziehungsweise geht alles kaputt. Ne? Und dementsprechend ist das hier schon ein sehr gut ausgewählter Ort aufgrund der Höhenlage, relativ weit weg von sämtlichen Dörfern. Die Dinger stören hier wirklich niemanden. Wer hier nicht mit dem Auto durchfährt, es gibt eine Straße durch den, ja, durch in Anführungszeichen den Windpark, die aber auch eine Hauptverkehrsstraße ist und im Übrigen auch schon vorher da war. Der Windpark ist da, weil es die Straße gab, nicht umgekehrt. Und ja, das ist es aber auch. Ne? Das stört hier wirklich überhaupt niemanden. Hier drumherum wohnt weit und breit keiner und wir haben weit und breit Wälder. Hin und wieder mal gibt es ein paar Freiflächen, die sind aber tatsächlich landwirtschaftlich in der Nutzung und zumindest wollte, als das Ding hier geplant wurde, keiner seinen Acker, beziehungsweise seine Weide vor allen Dingen, Kuh drauf, hergeben, um alternativ den Windpark dahin bauen zu können. Und die ganzen Weideflächen wären auch tatsächlich schlechter geeignet gewesen, weil sie etwas niedriger liegen. Die ganzen Kuppen hier im Nordschwarzwald, die sind halt nun mal die höchsten Gebiete und je höher, desto Wind. Ne? Und drum war das schon eine nicht ganz schlechte Wahl. Hätte es noch bessere Orte gegeben, ja, zum Beispiel da hinten, könnt ihr nicht sehen, zu weit da hinten, wenn die Berge noch einen Ticken höher werden, nochmal 100 Höhenmeter höher und damit dann auch wirklich zu den allerhöchsten hier in der Region gehören, dann nehmen die Windgeschwindigkeiten, die da zu erwarten sind, nochmal rapide zu. Wir befinden uns hier also laut Windatlas im Bereich 230, glaube ich, bis ein bisschen drüber. Watt pro Quadratmeter Nutzlast. Da gibt es einen Fachbegriff für, den ich nicht auswendig kann. Ich schreibe ihn euch unten hin. 215 ist aktuell als sinnvoll angesehen. Also ab 215. Wir sind da also ein bisschen drüber. Das Ganze setzt voraus, also manche Stellen, also es ist so ein Mischgebiet. Ein Teil des heutigen Windparks liegt eben in dieser gefühlten 220-230 Zone. Also ein bisschen über Minimum, dass es sich lohnt, einen Windpark zu errichten. Andere Bereiche liegen schon deutlich drüber. Da sind wir dann, glaube ich, schon so bei 250 bis 280, sowas um den Dreh. Also spätestens da würde es sich dann lohnen. Ne? Heute lohnen sich die Dinger, das muss ich der Fairness halber auch zugeben, sowas wie der hier, tatsächlich ein bisschen ja, aber jetzt auch nicht Bolle, weil die sind zu niedrig. Ne? Also sie sind angenehm niedrig für den Waldbesucher, sie sind zu niedrig, um richtig effizient zu sein, beziehungsweise der Standort ist nicht perfekt genug, dass so ein niedriges Windrad trotzdem schon eine hohe Leistung haben würde. Das heißt, die Dinger drehen sich heute ein bisschen,
Auch nicht alle, je nachdem, wo halt gerade ein bisschen Wind geht und wo nicht. Und hin und wieder drehen sie sich auch ein bisschen mehr, aber sie dürften sich etwas mehr drehen und das liegt eben, wie gesagt, an der geringen Höhe. Das sieht man auch ganz schön an dem Beispiel da hinten, das man ja kaum sieht. Die Höhendifferenz zu den Baumkronen ist relativ gering. Und die Tatsache, dass die Baumkronen da sind, sorgt dafür, dass der Wind in der Nähe der Baumkronen stark abgebremst wird. Will man also über Wind eine Windkraftanlage errichten, dann sollte wirklich der Abstand zu den Baumkronen schön groß sein. Und das ist auch tatsächlich aus Umweltschutz eine gute Sache, weil die Baumkronen sind ja alle bewohnt. In den Kronen gibt es noch Tiere, in den Kronen sind noch regelmäßig Vögel unterwegs, viel darüber dann kaum noch was. Ja, und deutlich darüber, also deutlich viel darüber, dann wirklich, wirklich so gut wie gar nichts mehr. Und da sollte der Rotor im besten Fall tatsächlich sein, da wo eben die Schäden, die zu erwartenden Schäden am Tierreich so gering wie möglich sind. Geben tut es dann trotzdem noch welche, würde ich auch niemandem was vormachen. Sie sind dann aber sehr gering, ja, und wahrscheinlich erheblich geringer als fast jede andere Form der Energieerzeugung, ausgenommen Photovoltaik, die ist halt dann wirklich, was tierische Schäden angeht, quasi ist das nicht existent. Das ist, also ne, Photovoltaik ist super, aber Photovoltaik allein wird halt nun mal nicht reichen. Und jetzt gucken wir uns hier halt einfach mal ein wenig um. So, und das erste, was wir da sehen, in willkürlicher Reihenfolge, so wie ich es halt finde, ist eine Bananenschale. Warum ist jetzt eine Bananenschale wichtig und was hat die mit Windkraft zu tun? Mit letzterem überhaupt nichts. Wichtig ist sie deswegen, weil eine Banane als Frucht, die unser Ökosystem nicht kennt, ewig lange braucht, um zu verwesen. Bis zu 4-5 Jahre, wenn es dumm läuft, bis die Bananenschale wirklich komplett weg ist. Soll heißen, Apfel ruhig in den Wald schmeißen, überhaupt kein Problem. Birne ruhig in den Wald schmeißen, überhaupt kein Problem. Bananenschale bitte nicht in den Wald schmeißen, dauert lange, bis die weg ist und so lange liegt sie da rum und sie ist auch nicht wirklich hilfreich fürs Mikrobiom, also die Kleinstlebewesen, die im Boden so unterwegs sind. Also das wäre schön, wenn man das nicht tut. Ne? War wahrscheinlich so ein böser Windkraftmitarbeiter. Brrr. Gut. Anlage selber hat ein Betonfundament. Jetzt bin ich nicht Experte genug für die Dinge, um zu sagen, wie groß das Betonfundament ist. Hier im konkreten Fall bei diesen alten Dingern, bei modernen wüsste ich Zahlen, beziehungsweise könnte ich sie nachlesen, hier habe ich keinen Schimmer. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass das Betonfundament vielleicht sogar die Größe dieser kleinen rundlichen Lichtung eventuell haben wird, oder zumindest ist der Bereich hier bis zum Wald, und ich habe übrigens eine weitwinklige Kamera, das sieht also alles ein bisschen größer aus, als es in der Realität ist, das bitte auch noch zu beachten. Das wird zumindest mal weggebaggert gewesen sein. Also, dass sie hier einmal freigemacht haben, um das Ding bequem aufstellen zu können. Durchmesser von der Anlage selber, seht ihr, so dick ist die nicht. Ja, wie gesagt, sie ist halt auch klein, moderne wären größer. Und wir haben hier den Versuch, diese Fundamentgeschichte hier dann wiederum mit Boden bzw. mit Material zu bedecken. Der wurde hier unternommen. Und zwar hat man erstens den Boden einfach wieder hingeschaufelt, der weg war. Und zweitens, ich hoffe, das könnt ihr sehen, Rindenmulch ausgebracht, um ja, vielleicht ein bisschen Düngung zu organisieren, vielleicht ein wenig den Bewuchs mit jungen Bäumen zu reduzieren. Wenn das der Plan war, hat das zumindest funktioniert. Junge Bäume finden wir im unmittelbaren Umkreis der Anlage wenig. Es könnte dementsprechend auch sein, dass wirklich nur der schmale Streifen, der komplett frei von Bäumen ist, sozusagen, auch das Betonfundament oder zumindest die weit oben sitzenden Bereiche des Betonfundaments ausmacht, weil so eine Kiefer da hinten, die braucht schon ein gewisses Minimum an Boden. Interessant ist jetzt allerdings, dass es sich um Kiefern handelt. Ich sehe hier nämlich kaum Altkiefern, während jetzt hier auf diesem anthropomorph umgewandelten Stück Boden durch die Windkraftanlagenbau eben andere Bedingungen herrschen als im Wald dahinter. Ne? Im Wald dahinter, das ist ein Fichten-Tannenwald, ein Tannen-Fichtenwald eigentlich eher, die Tanne dürfte überwiegen.
finden wir eben kaum Kiefern. Macht auch keinen Sinn, die Kiefer ist weniger Geld wert als Tanne oder Fichte. Und wenn beides erst letztgenanntes wachsen kann, braucht man auch gar keine Kiefer. Kiefer kommt aber mit trockeneren oder wechselfeuchteren und oder insgesamt feuchteren Böden zurecht. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dass sich hier relativ viel Pfütze gebildet hat, das Wetter war beschissen die letzten Tage, liegt das unter anderem erstens daran, dass das Wetter beschissen war die letzten Tage und zweitens, dass wir hier eben einen verdichteten Boden haben, in dem das Wasser nicht so wirklich gut absaufen kann. Der Rindenmulch hilft sicher ein wenig, das war eine gute Idee, diesen auszubringen, aber es herrschen hier im unmittelbaren Umkreis vom der Metallstange da tatsächlich andere Wachstumsbedingungen als das eben da hinten zum Beispiel, wo der Wald noch steht, der Fall ist. So, und das äußert sich in einer anderen Artenzusammensetzung. Anders ist nicht unbedingt besser, anders ist aber auch nicht automatisch schlechter. Wir haben nämlich hier im unmittelbaren Umkreis der Windkraftanlage eben mehr Artenvielfalt, als wenn ich jetzt 100 Meter da reinrennen würde. Ja? Das mache ich nachher auch noch. Wir rennen mal in die Nähe der Windkraftanlagen mal 100 Meter rein, irgendwo, wo es nicht ganz so dicht ist. Ich habe keine Schuhe, die wasserdicht sind und will auch nicht durch den Schnee und bin heute Weichei. Aber irgendwo, wo ich gut reinkomme. Wie auch immer, diese Kiefern sind allein schon eine wesentliche Komponente, die hier anders ist durch das Vorhandensein der Windkraftanlage, sind Kiefern überhaupt im größeren Stil möglich geworden. Ob die mal groß und alt werden? Nein. Müssen sie das? Nein, sind nämlich Kiefern und als Pionierbaum sind sie auch in der Lage, in relativ kleiner Größe bereits Samen zu produzieren, beziehungsweise Zapfen und damit Samen und können sich dann hier in der Umgebung durchaus ein wenig ausbreiten. Vorstellbar wäre also, Kiefern in einer gewissen Stückzahl entlang sämtlicher verdichteten Bereiche oder sogar auf oder unmittelbar neben den verdichteten Bereichen, die wir hier durch die Windkraftanlage entsprechend bekommen. Das ist eine ganze zusätzliche Baumart und erhöht die Baumartenvielfalt der nennenswert häufig vorkommenden Bäume hier oben um 50%, weil es sind ja nur zwei, die sonst hier sind. Ja, ansonsten ganz interessant ist auch, was hier an Pilzen zu finden ist. Zum Beispiel dieses Ding da, ne? Könnt ihr hoffentlich sehen. Das meine ich, wäre sogar, nein, ich sag's nicht, aber könnte es sein. Ja, ich bin ganz vorsichtig geworden, was Pilzansprache angeht. Aber interessant ist, das ist dieses lustige Objekt hier, das so ein bisschen nach Gummipilz aussieht. Nur, und das müsst ihr mir jetzt glauben, weil da ist es zum Beispiel auch noch. Ich weiß, ich bin immer leise, wenn ich nicht im Bild bin. Das liegt am Richtmikrofon. Dafür haben wir kein Windrauschen in der Kamera. Irgendwas ist halt immer. Ne? Aber hier sind sie noch. Da hinten wachsen sie rein. Und da sind sie dann weg. Ja? Also das, wie gesagt, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Die kommen wirklich nur kreisförmig im Bereich der Betonplatte vor. Der Boden auf der Betonplatte scheint vielleicht durch die Rindenmulchanreicherung, vielleicht durch andere Faktoren ein guter Lebensraum für diese Pilzart zu sein. Da gibt es noch andere Pilze, die wir auch nur, wo sind sie denn? Hier in unmittelbarer Umgebung. Der Metallstange finden können. Also es gibt tatsächlich ein paar Pflanzen, die kommen sonst hier direkt in diesem Umkreis, Pilze natürlich, die sonst nur direkt in diesem Umkreis vorkommen. Exklusive Pflanzen, die es nur um die Windkraftanlage drumherum gibt, hier direkt am Rotor, habe ich jetzt keine gefunden. Das muss jetzt aber auch nichts heißen, es ist ja auch Winter, da wäre natürlich die Auswahl oder die Möglichkeit, mehr Pflanzen zu sehen, im Frühjahr natürlich ein bisschen besser. Also das bitte ich auch bei der Bewertung zu berücksichtigen, dass ich jetzt im Winter hier rumrenne, was nicht optimal ist. Ja, hier sind sie übrigens nochmal schön rot. So, ne? Also, die unmittelbare Stange, die da rumsteht, die braucht auch insgesamt jetzt eigentlich mal gar nicht mal so viel Platz. Was ist das? Das sind vielleicht
30 Meter im Durchmesser, wenn wir jetzt eine kreisförmige Linie, Durchmesser wohlgemerkt, Durchmesser, nicht Radius, 15 Meter Radius würde ich sagen, ja ungefähr, wo kein Wald wachsen kann, nach hier raus natürlich deutlich mehr, da hinten aber wirklich, würde ich ungefähr sagen, 15 Meter. Dass dahinter der Wald bereits wieder vorhanden ist, sieht man, dass er vergleichsweise niedrig ist. Das ist kein Zufall. Man hat tatsächlich beim Bau von Windkraftanlagen häufig, wenn es möglich war, auch gleich noch eine Nutzung des entsprechenden Waldes in der näheren Umgebung durchgeführt, also ein bisschen mehr Holz rausgenommen, als unbedingt erforderlich gewesen wäre. Das Holz ist sinnvoll genutzt worden. Die Qualitäten, die hier rumstehen, sind fast alles Bauholz und es ist anzunehmen zum Zeitpunkt, als das eingeschlagen wurde, dass es auch zum großen Teil als Bauholz genutzt worden ist. Ne? Das ist also auch nichts, wo man jetzt unglaublich furchtbar viel dran rumschimpfen kann. So, jetzt ist natürlich hier dieser riesige Platz. Dieser riesige Platz ist ökologisch tatsächlich weitgehend tot. Ja, da muss ich jetzt sagen, das überrascht mich. Ich hätte jetzt bei so einer alten Anlage erwartet, dass sich die Fläche, auf der man quasi kein Leben findet, doch noch ein bisschen kleiner gestaltet. Es ist gleichzeitig auch das Ende der Straße. Ne? Also da hinten kommt die Straße her und hier, machen wir mal den Dreher, geht sie nirgendwo weiter. Damit ist es auch gleichzeitig ein Wendehammer und man kann diese Fläche natürlich jetzt noch zweckentfremden bzw. Zusatznutzen draus ziehen, indem man hier theoretisch noch ein bisschen Holz lagert. Ich weiß nicht, ob das jemand macht und ob es Vorschriften gibt, die dagegen sprechen. Dafür bin ich dann auch wieder nicht Windkrafttechnik-Mensch genug. Aber theoretisch wäre das vorstellbar. Und was man hier also leider eben auch schön sehen kann, selbst am Rand dieser Fläche, also hier, da ist zwar ein bisschen grün, aber wirklich was Brauchbares wachsen, was jetzt einen ökologisch großartigen Mehrwert bringen würde, ist leider nicht der Fall. Also dadurch, dass man das hier alles geschottert hat und das quasi Vorstraßenmaterial ist, das muss ich zugeben, beziehungsweise das muss man einsehen, dass hier wirklich dieses von hier aus gesehen Rechteck da hinten quasi tatsächlich Fläche ist, die verloren ist für die Natur. Da kann trotzdem mal ein Tier drüber laufen, selbstverständlich, da spricht nichts dagegen, aber wachsen tut da nichts und dementsprechend nennenswert Nahrung finden ist da auch nicht möglich. Und das dürfte damit dann auch, wenn wir jetzt die Straße rausrechnen, ziemlich genau, was man von hier sehen kann, bis da hinten zum Rotor und dann eben diese 15 Meter, so hier dieser Bereich. Das alles, das ist die permanent offene Fläche bzw. verlorene Fläche pro Windkraftanlage, die rein statistisch ungefähr auftritt. Gefühlt, so vom Augenmaß her, würde ich sagen, das sind 100 mal 40 Meter vielleicht insgesamt bis da hinten zum Waldrand, wobei das da hinten so halbkreisförmig abgerundet ist. Und dann kommen wir auf die, ja, ziemlich genau wahrscheinlich auf die 0,6 Hektar, wenn wir jetzt noch darüber gehen und da mal ein bisschen gucken, die so im Schnitt für eine im Wald stehende Windkraftanlage an, wie gesagt, dauerhaft vegetationsfreier bzw. kaputter, in Anführungszeichen, Fläche, während die Windkraftanlage noch steht, vorhanden sein muss. Steht sie nicht mehr, könnte man theoretisch diesen Wendehammer, diesen Schotterplatz hier wieder renaturieren. Da müsste man einfach nur den Schotter entfernen, gegebenenfalls noch ein bisschen Rindenmulch ausstreuen und man müsste noch nicht mal unbedingt den Schotter entfernen. Wenn das lang genug dauert, holt sich die Natur diesen Platz hier wieder zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach eine Frage der Zeit, bis das passiert, insbesondere wenn man auch nicht regelmäßig drüber fährt und hier nichts mehr macht, dann ist das, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Dauert natürlich, wie alles in der Natur, aber gehen tut das. Ne? Also hier ist nichts kaputt. Lediglich das Fundament, und da müssen wir jetzt auch noch mal kurz drüber reden, wie schlimm ist so ein Fundament? Das Ding ist da unten im Boden. Ja?
Da hat man zu diesem Zweck erstmal den Oberboden weggebuddelt. Der Oberboden ist, wo er nicht vom Mensch beeinflusst ist, drüben im normalen Wald, wie gesagt, wir gehen zum Vergleich da gleich mal rein, ist der ungefähr 50 cm an den tiefsten Stellen tief. Tiefer geht es da nicht runter, danach kommt Stein. Das ist bei dieser Höhenlage hier vermutlich Buntsandstein, der da ansteht. Und in diesen Buntsandstein hat man hier halt noch ein Loch gebuddelt, hat dieses Loch quasi so Stange reingestellt und dann Loch mit Beton ausgegossen und dann eben Boden wieder draufgeschmissen auf diesen Betonklotz, den man da verbuddelt hat. Ich möchte noch mal betonen, es ist für die Lebewesen, die hier unterwegs sind, wirklich egal, ob das jetzt original Buntsandstein ist, auf dem ihr Boden sich befindet, oder Beton. Das spielt so gut wie überhaupt keine Rolle. Wenn das überhaupt eine Rolle spielt, dann zu 0,05% oder irgendwie sonst wie weniger. Teilweise ist es sogar besser, sich zersetzender Beton, der nach und nach von Säuren, die auch von den Bodenorganismen und den Pflanzen im Boden, den Wurzeln, abgegeben werden, zersetzt sich Beton sogar schneller, als es Buntsandstein tun würde. Bedeutet, hier wird schneller neuer Boden nachgebildet aus dem Gestein, ne? Beton heraus, als das beim Original Buntsandstein der Fall wäre. Und tatsächlich ist Beton, da ist Kalk drin, sogar erheblich nährstoffreicher als der Buntsandstein hier der Umgebung. Also so gesehen ist das fürs Pflanzenwachstum, wenn die Anlage mal weg ist, das verhindert man ja, solange sie noch steht. Aber sollten wir die mal eines Tages nicht mehr brauchen und hier auch nicht eine Alternative hinstellen wollen, dann wäre das Resultat, dass wir hier eine Düngerfläche eigentlich kriegen, während der Betonklotz langsam zersäuert wird, ja, von der Säure, die Pflanzen abgeben, zersetzt wird. Das dauert sehr, sehr lange, ja, und solange ist der da und man kann damit emotionale Probleme haben, das ist in Ordnung, emotionale Probleme kann man mit vielem haben, faktisch naturwissenschaftlich schlimm für den Wald, denken wir uns die Anlage, wie gesagt, weg und es sind 20 Jahre ins Land gegangen, dann sieht man das wahrscheinlich hier gar nicht mehr, wenn man sich nicht auskennt, dass hier mal eine stand, außer durch die Tatsache, dass die jungen Bäume, die dann auch genau da, wo jetzt der Turm steht, wachsen werden, dass die dann halt natürlich noch jünger sind als das, was da steht und schon einen kleinen Vorsprung hat. Logisch, ne? Aber das ist es dann auch, ja. Aber zu meiner Verteidigung bzw. zur Verteidigung der Windkraftgegner, dass diese Fläche hier so tot ist, wie sie ist, das überrascht mich. Ich habe mir schon ein paar Windkraftanlagen angeschaut im Laufe meines Lebens, selten im Winter. Und selten so ausführlich darauf geachtet. Und ja, drum hatte ich das irgendwie positiver in Erinnerung. Ja, also da habt ihr recht, liebe Windkraftgegner, diese Fläche hier, die ist kacke. Ne? Ist notwendig und ich nehme das auch gerne in Kauf, ich persönlich. Ja, aber das ist der Schaden, den wir in Kauf nehmen müssen, um eine Windkraftanlage zu haben. Rein statistisch gesehen sollten also die durchschnittlichen Flächen, die eine Windkraftanlage im Wald verbraucht, ziemlich genau dem entsprechen, was wir hier haben. Ich gucke gleich nochmal eine zweite an, mache da vielleicht noch einen ganz kurzen Clip, nur der Vollständigkeit halber. Und damit sind wir hier durch. Im zweiten Teil, weil ich kann nicht ewig labern, das müsst ihr euch auch noch angucken können, schauen wir uns dann mal den Wald der Umgebung an und gucken mal, was für ein Waldstück wir eigentlich verloren haben durch das da. Ja, und damit dann später weiter. Wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bis morgen.